Ja, auch das ist 44, aber sieht man das? Man sieht's. Die sitzt Spack. Ich hatte euch schon den Tag auf Instagram gefragt, ob ihr den Begriff kennt. Spack. Die ist halt enorm eng, ne? So. Dann gucken wir mal rein. Ich habe einige Sachen doppelt bestellt, weil ich doppelte Größe haben wollte. Wir haben bestellt für mich, für Livia und für Calvino. Für Livia habe ich Söckchen bestellt, auch in zwei Größen. Einmal 16 und 18 und einmal 19 und 21. Das sind so leichte Baumwollsöckchen, schon für den Sommer, wenn es jetzt halt, oder Frühling, Sommer, wenn es jetzt wärmer wird. Und weil ich nicht wusste, wie die Größen ausfallen. Aber ich glaube, wir behalten 19 und 21, weil die sind schon ein bisschen... Die sind, glaube ich, schon fast zu klein. Willst du deine Sachen eben anprobieren? Ja, Calvino hat zwei kurze... Ne, das ist einmal eine Schwimmhose für dieses Jahr. Also die Schwimmbäder sind zwar zu, aber vielleicht gehen wir mal an den Kanal oder so. Das mit allen möglichen Flaggen drauf. Hm. In dunkelblau. Du magst ja dunkel, ne? Ja. Willst du mal anprobieren? Oder probier mal an. Hm. So, ich möchte das mal anprobieren, weil dann sagst du nein. Dann hast du eine kurze Jeanshose. Die habe ich in verschiedenen Größen bestellt. Das ist eine Herrenhose. Die passen im Calvino nämlich auch schön. Ich kann nicht mal Deutschland drauf. Egal. So, da mussten wir nämlich keine Kinderhosen bestellen. Das sind einfach so Shorts. 29 und 28. So, ich habe auch Hosen bekommen. Die probiere ich gleich an. Wo ist die Ecke? Ja, Calvino, musst du die Jogginghose vielleicht ausziehen? Dann passt das besser. Das ist auch noch eine kurze Hose für den Calvino für den Sommer. Auch in zwei Größen bestellt. Genau. Das sind halt kurze Hosen, ne? Für mich nochmal zwei in zwei Größen. Und dann habe ich noch Schuhe für dich, Calvino. In Größe 40 tatsächlich. Kannst du dir das vorstellen? Dass du schon Größe 40 Kann man hast? Die umtauschen? Ja, klar. Danke. Warum? Möchtest du nicht? Nee. Die magst du nicht? Mhm. Okay. Und die? Und die? Weiße Turnschuhe? Die sind gut. Die sind gut? Also die mag er nicht. Die sind so blau mit braun. Okay, dann tausche ich die um. Die sind halt diese Form. Ich mag... Ist ja nicht schlimm. Kann ich ja umtauschen. Und so weiße Turnschuhe, die waren beide im Sale. Und deswegen habe ich die einfach mitbestellt, habe ich gedacht. Vielleicht gefallen sie dir. Ja. Und? Die passt. Die Schwimmhose. Ein bisschen eng oben, aber die passt. Soll ich lieber umtauschen, in größer bestellen? Ja, das geht. Und dann gab es im Sale reduziert Pac-Man-Socken. Die habe ich dem Calvino mitbestellt. Ja, Pac-Man. Kennst du Pac-Man? Ja, klar. Das ist, die waren für 1,99 anstatt für 3,99. Genau, habe ich gedacht. Die passen zu dir. Und was ist das hier für eine Hose? S. Die ist auch noch für dich. Okay, dann zieh mal die aus. Die möchtest du behalten, die Schwimmhose. Okay, okay, okay. Molly. Ach, Molly sei schon. Etty. Genau, das ist auch noch eine Jeans-Shorts für Kalle. Und die ist halt, die ist sehr groß irgendwie. Egal, wir gucken mal, ob sie passt. Die ist aber jetzt hier mit Bündchen oben ohne Reißverschluss und Knöpfe. Genau. Das hasst der Calvino, Reißverschluss und Knöpfe, ne? Ja. Smurfy? Lass mal den Calvino eben anprobieren, ohne ihn zu belästigen. So, das ist alles noch für Livia. Livia hat am meisten. Aber die wächst ja auch immer am schnellsten und am meisten, ne? Moment. Ja. Die ist sehr groß, oder? Mit dem Bündchen. Was sagst du? Die ist okay, wenn man... Die ist die gemütlich? Ja. Ja? Ja, gut. Wenn man hier die Schleife reinmacht, ja, dann geht das. Wenn du die anziehst, dann ist sie okay.
Und wenn nicht, du wächst ja eh noch. Ja. Geht. Okay. Also du behältst schon mal die Schwimmhose, hast du gesagt, ne? Ja. Die auch. Mhm. Dann zieh die auch aus. Du hast ja noch zwei Hosen zum Anprobieren. Hält. So, sagen wir. Oh Gott, okay, die will ich nicht. Ja, weil die Knopf- und Reißverschluss hat. Ja, probier sie an. Die würde ich aber eh nicht anziehen, weil die Knopf- und Reißverschluss hat. Nein, Carmelo. Ja, aber du hast nur eine kurze Hose. Ja, ich habe aber auch noch andere davon. Zieh sie an. Na gut. Aber ich würde eh immer warten, bis sie gewaschen ist, von daher. Okay, dann kommt die schon mal weg. Ganz weiß. Die sind sofort versaut. Ja, Molly. Also, für Livia gibt es erstmal Sonnenhütchen. Als es jetzt nämlich schon Frühling war, hatten wir keins. Und dann war es voll warm schon. Bernd hatte Flipflops an und sie hatte ihre dicken Mützchen auf. Das ist jetzt Größe 74,80. Die habe ich nur einmal bestellt, genau. So, ein bisschen größer, weil man weiß ja nicht so genau. Also sie sind einmal so ein rosa und einmal so ein weiß mit so leicht rosanen Blümchen und mit Bändchen zum Zubinden. Fand ich ganz wichtig. Komm mal her mit ihr, dann probiere ich mal einen auf ihrem Köpfchen. Oh, das gefällt mir nicht. Molly, halt mal fest. Ah, was machst du? Ja, fein. Bisschen groß, ne? Aber noch ist ja auch noch nicht Sommer. Ich hab sie. Gefallen dir deine Hütchen nicht? Oh. Gefallen dir nicht? Egal. So, ihr Lieben, wir mussten jetzt Pause machen. Wir waren kurz spazieren. Dann ist die kleine Maus eingeschlafen mit einer von den neuen Mützen, die wir ausprobieren wollten. Die ist zu groß. Die haben wir nochmal in klein bestellt. War das mein Teller? Ja, weil ich hatte den rot-weißen. Okay. Die sind so, weiß ich nicht. Die haben aber Fehler im Material. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also ich überlege, die wieder zurückzuschicken. Und die haben auch verschiedene Farben. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber die ist mehr rosa als die. Ich weiß, ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, die schicke ich komplett zurück. Ich überlege mir das noch. So fand ich die eigentlich ganz süß mit diesem Knoten da oben. Mal schauen. Dann haben wir noch ein Sonnenhütchen. Was aber dieselbe Größe hat wie die anderen beiden. Und deswegen werde ich das auch zurückschicken. Das ist dann so, ja, ganz bunt mit Blumen. Dann nehme ich lieber so was Einfaches. Das kann man besser kombinieren. Gelle, Papa? Mhm. Genau. So, dann zwei Kurzarmbodies für den Sommer mit so Spitze an den Ärmeln. Gesundheit! Gesundheit! Genau, die fand ich total süß. Und das ist jetzt alles in Größe 74. Voll groß noch. Aber wenn ich das einmal wasche und durch einen Trockner jage, dann ist das kleiner. So ist das dann mit Spitze. Die behalten wir. Dann haben wir 5 Basic Bodies Langarm bestellt. Weil die Livia hat ja so bunte Hosen geschenkt bekommen, selbst genähte. Und da passen dann am besten so einfarbige Bodies zu. Das sind 2 weiße, ein grauer, ein dunkelrosa und ein hellrosa, ne? Auch in der Größe 74 habe ich das bestellt. Genau, die bleiben auch. Und dann haben wir noch 2 so Sets. Auch Größe 74. Sagen, die brauchten wir eigentlich nicht. Mhm. Das ist der Popo an der Hose, so Rüschen. Und das ist dann von vorne so eine gerippte Leggings. Und so ein Body mit Blümchen, der hat auch so Rüschen an der Arme, mit langen Armen. So süß. Ist auch so eine Hose, die ist dann in so einem Taupe, also ein bisschen dunkler, aber auch mit der Rüschen-Dings am Popo. Und die hat dann
hier oben am Kragen die Rüschen und hat auf jeder Seite einen Knopf. Fand ich so süß mit den Herzchen. Sieht man die Herzchen und Punkte? Genau. Warte mal, hat der andere Body, hat er auch Knöpfe? Genau, der hat auch auf jeder Seite einen Knopf. Und diese Basic Bodies, die haben wir dann immer hier so zum Reinschlüpfen am Kopf, ne? Genau. Ja, das war alles. Nee, ich muss meine Sachen noch anprobieren. Meine Hosen, das mache ich aber nachher. Weil jetzt kann ich gerade nicht. Ich habe noch was vergessen euch zu zeigen. Und zwar hatte ich so ein Bolero-Jäckchen bestellt. Zweimal, einmal in 80 und einmal in 74. Ich dachte im Sommer oder im Herbst, wenn man halt so unterwegs ist, kann man die mitnehmen. Wenn es dann doch mal kühler wird, zum drüberziehen. Da bin ich noch unschlüssig, ob ich beide behalte oder nur eine Größe. Die hat sogar am Ärmel auch dieses Gewellte. So, das ist meine Hose. Leute, das ist Größe 44. Ich habe extra so eine, die so hochgeschnitten ist. Ja, weil ich halt echt noch den Bauch habe. Ich habe die ja in 42 und 44 bestellt. Und ja, ich habe es mir schon gedacht, dass mir die 44er passt. Aber egal, wenn ich jetzt ja, mir keine Shorts für den Sommer bestellt hätte, die anderen passen mir halt nicht, ne? Sind wir ehrlich? Müssen wir ehrlich sein? Und es war echt warm jetzt, als es schon so warm war und ich nur diese Schwangerschaftshosen hatte. Deswegen, ja, es ist wie es ist, ne? Egal. Ja, auch das ist 44, aber sieht man das? Man sieht's. Die sitzt Spack. Ich hatte euch schon den Tag auf Instagram gefragt, ob ihr den Begriff kennt. Spack. Die ist halt enorm eng, ne? Die muss ich zurückschicken. Das geht gar nicht. Schade. Egal, aber habe ich wenigstens eine kurze Hose, die mir passt. Und die geht zurück. Die waren übrigens beide aus dem Sale, die Hosen. Ich glaube, 8 Euro hat eine gekostet. Aber ja, die geht zurück. Nur die weiße bleibt.